Ihr seid Hip-Hop-Freestyle-Tänzer. Genau. Jetzt also hat sich ja für alle Menschen das Leben verändert seit dem Lockdown, vor allem seit Mitte März. Wie hat sich das auf eure Szene ausgewirkt, auf die Szene der Freestyle-Tänzer? Also, wenn ich jetzt so von mir sprechen kann, als ich in Quarantäne war, wurde uns halt die Möglichkeit geboten, über Instagram gab es halt so... Online-Battles waren. Genau, Online-Battles, wo wir uns eben ganz normal wie sonst registrieren konnten und haben eben dann die Battles gemacht. Und es gab Leute, die es organisiert haben und uns das möglich gemacht haben, dass wir so auch zu Hause... Generell, wir trainieren einfach zu Hause so. Es hat sich für uns nicht wirklich viel verändert. Also das Vorder-Training ist ein bisschen was anders, weil so wir trainieren nicht so richtig so. Wir machen ein bisschen... Also was technisch lernst du so, sonst wir können nicht so laut Musik machen, weil wir gehen nackt raus sozusagen und so. Ja. Und deswegen zu Hause so macht ein bisschen Sinn, aber es, so finde ich es nicht so cool zu sagen. So. Ja. Dass man so zu Hause mit, manche haben keine Platz auszutanzen zu sagen. Ja. Deswegen so, wir trainieren nicht so viel so außen zu sagen, im Park oder. Ja, jetzt können wir wieder draußen trainieren, so in der kleinen Gruppe, mit Abstand. Mit Abstand so ein bisschen so. Und was ist mit den Jugendzentren? Trainiert ihr vielleicht sonst in Jugendzentren, in Clubs? Den Club hat die haben wir nicht zugemacht. Ja, also Clubs ist komplett. Und so Jugendzentren, da haben wir nicht zugemacht. Genau, auch. Sonst trainieren wir immer in Jugendzentren. Also wir sind in keiner Tanzschule. So. Ja, und die haben jetzt leider auch geschlossen. Ja. Aber fangen jetzt nach und nach wieder an aufzumachen. Erstmal so, anmelden, so alles so unterschreiben, so dass. Eltern muss eigentlich unterschreiben, dass man so darf, sonst darf man nicht so trainieren zu sagen. Ja, also wir trainieren den Grenzallee und dann müssen wir uns eben anmelden. In Neukölln trainieren wir. Ja, you know, represent. Ja, also es dürfen nur 8 Personen da trainieren. Ja. Und also jetzt finden die Online-Battle statt. Und was ist der Unterschied zwischen einem Online-Battle und einem normalen Battle? Wenn man sich, Der Vibe einfach. Also ich würde sagen, so Online-Battle so ein bisschen, bisschen komisch, weil man muss einfach so alleine so ein Video machen, sozusagen zu Hause, so alleine so. Wenn du, sag mal, wenn du alleine wohnst, so ein bisschen schwer, so ein Video machen, weil du musst dein Handy so. Du kommst nicht alles raus, sozusagen, wenn du so Video, alleine Video machen, so. Deswegen so, finde ich so komisch so. Und dann man hat auch so ein bisschen, man kennt so die Leads so schon. Ja, genau. Genau so. Und dann hat bei uns, bei Freestyle-Tänzer, also wenn man so Beat kennt, so, dann hat man so keinen Bock und hat man so wie keine Energie, so richtig so zu tanzen sozusagen. So. Ja, dann ist man nur auf Beatkill. Also genau, wirklich, auf Beatkill ist so. Sozusagen. Ja. Beat, auf was? Beatkill? Beatkill, das ist so. Also Fachsprache, ja? Was ist ein Beatkill? Also, wie soll ich das am besten erklären? So. Ja, einfach liefern. Einfach liefern. Also du kannst, ich finde, das ist das Unfaire an Online-Battles, weil das ist ja meistens so, du kriegst einen Track geschickt und dann heißt es so, ja, du hast 24 Stunden Zeit, du kannst tausende Videos machen, wenn du das beste Video von dir hast und du denkst, das ist das Beste, ne, dann, und du schickst das ab. Dann ist das so wie Schummeln mäßig. Also, genau. Genau. Aber der Vibe ist der Unterschied, hast du vorhin gesagt. Ja, beim Battle ist einfach das. Bei normalen Betten so ist es normal easy. So. Du musst einfach so anmelden, dann gehst du einfach so rein. So. Dann du wirst aufgerufen, du hast deine Zeit. Genau. Du hast so eine Minute Zeit zu tanzen. So. Ja. Perfekt. So. Also, wir freuen uns dann bald, wenn die Battles losgehen. Also hoffentlich. Okay, die echten Battles. Ja, nicht die Online-Battles. Also manche sind, ich weiß nicht, wo genau. In Asien haben sie angefangen, oder so ein B-Way-Tänzer. B-Way haben sie angefangen. So. Ja, Training fängt jetzt wieder an. Ja. Wir gehen morgen Grenzallee, klar. Genau, okay. Morgen Training. Neukölln. Neukölln, ja, so. Okay, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß, ganz viel Erfolg und dass es hoffentlich bald wieder mit echten Battles, mit echtem Vibe weitergeht. Ja, ja, danke. Dann viel Spaß und danke für das Statement, danke für das Interview. Alles Gute, ich danke euch. Ja, okay, super. Dankeschön. Ciao. Ciao.